Jo, hallihallo, das sind Isa und Harry von Yorkcraft. Wer uns nicht kennt, selber schuld. Ja, wir wollten euch mal im Namen des Teams frohe Weihnachten wünschen. Jo, und haben wir gedacht, wir machen da was Besonderes diesbezüglich. Und haben wir somit eine kleine Überraschung für unsere User vorbereitet. So, wenn wir hier sehen, ist jetzt sicher, wir sind gerade bei der Holzfarm, haben wir diesmal beim Wochenwechsel nicht nur Holz eingebaut. Also, dieses Holz steht zwar da, allerdings, ihr seht, gibt es auch einen Haufen Diamanten. Genau genommen sollte es so um die 3,2258% sein. Okay, also jeder 31. Block sollte Diamant sein. Ja, Relativ das viel ist... einfach, wenn man nur auf die Oberfläche schaut. Ich glaube, es ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, also wir dachten uns auch mal, irgendwas müssen wir doch tun, eine Kleinigkeit. Dann noch diejenigen belohnen, denen es auffällt. Vielleicht die, die dieses Video gerade sehen. Ja, und in dem Genau. Sinne nochmal ein frohes Fest an all unsere User, das Team, unsere Community und die, die das Video hier sehen. Wir wünschen Natürlich euch... auch einen großen Dank an alle. Na klar, Danke für eure sicher, an Treue. alle, die bisher hier waren, in den letzten Monaten, unseren Server so gestaltet haben, wie er jetzt ist. Gehört jeder einzelne User dazu, jeder einzelne platzierte oder abgebaute Block. Und ja. Natürlich auch unser Owner, Louis for the win. Sicher doch. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch schöne Feiertage. Und wir wollen natürlich unsere Hilfe auch nicht vergessen. Klar, jetzt geht es an jeden Einzelnen natürlich. Ja, generell. Ja. Ihr seid alle ein wichtiger Teil unserer großen Community. Wir sind einfach eine große Familie. Ist wirklich so. Trifft Ja, recht ist schön. so. Ist so. Dann werden wir das noch abschließen. Und jeder, der das nächste Mal bei der Holzfarm ein bisschen mehr gräbt, wird hoffentlich Diamanten Belohnt finden. werden. Jo. Damit verabschieden wir uns wieder. Wünschen dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und jo. Bis zum nächsten Mal.